Narzisstische Menschen können so hilfsbereit, nett und freundlich sein. Sie engagieren sich fürs Ehrenamt, sie sind die Ersten, die sich in der Schule für den freiwilligen Kuchenverkauf melden, sie sind nett zur alten Dame von oben und natürlich auch zum Postboten. Sobald aber die Tür zu Hause zugeht und niemand mehr zuschaut, ist der Mensch wie ausgewechselt. Die narzisstischen Menschen sind zu Hause fies, gemein und das Lügen gehört zur Tagesordnung. In diesem Video erfährst du, warum es zu diesem Kontrast kommt, was die narzisstischen Menschen mit diesem Verhalten bezwecken und was daran so gefährlich ist. Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal, auf dem es um Narzissmus und um die Heilung vom narzisstischen Missbrauch geht. Ich bin Tanja Erdmann, Sporttherapeutin mit Schwerpunkten Psychiatrie, Psychosomatik und alle Suchterkrankungen, Coach für The Work und momentan in Ausbildung zur psychologischen Beraterin. Warum dieser Kontrast? Warum können narzisstische Menschen draußen so liebevoll und geradezu freundlich zu allen sein? Zu Hause sind sie aber fies und gemein. Um das zu verstehen, müssen wir ein wenig in den Kopf von einem narzisstischen Menschen reinschauen. Ja, ich weiß, das ist fast unmöglich, aber stell dir einfach vor, du könntest reinschauen, was so ein narzisstischer Mensch denkt und erfahren, was seine Gedanken sind. Und narzisstische Menschen handeln niemals ohne Absicht. Wenn sie merken, dass der Mensch, mit dem sie gerade Kontakt haben, für sie gar nicht von Nutzen ist, dann wird auch dieser Mensch irgendwann abgeschossen. Wenn sie aber eine klitzekleine Chance wittern, dass da irgendwas zu holen ist, dass vielleicht der Postbote die Briefe schneller zu dem narzisstischen Menschen bringt oder sie besonders liebevoll und sauber in den Briefkasten wirft, ob das jetzt der Automechaniker ist, der vielleicht das Auto schneller repariert als für andere Menschen. Das Handeln einer narzisstischen Person hat immer einen Zweck, beziehungsweise zwei. Der eine ist, Vorteile zu bekommen, der andere Nachteile zu umgehen. Ist dein Ehemann oder deine narzisstische Ehefrau nett zu einem Nachbarn, dann nur deswegen, weil sie ihr Image aufpolieren möchte, weil sie von diesem Nachbarn noch etwas will oder weil sie einfach ihre Grandiosität oder seine Grandiosität durch diesen Nachbarn bestätigt haben will. Narzisstische Menschen leben davon, dass sie sich von außen diese Wertschätzung und Anerkennung reinholen. Und wenn sie nicht freiwillig gegeben wird, dann holen sie sich, wenn es sein muss, mit Gewalt. Zum Beispiel, so, jetzt helfe ich dir hier bei deinem Vorhaben, auch wenn du es gar nicht willst, auch wenn ich vielleicht sogar gar keine Ahnung habe von deinem Vorhaben, aber ich werde mich jetzt einmischen, um von dir etwas zu bekommen. Und zwar ist es diese Anerkennung. Ich möchte von dir diese Wertschätzung bekommen, dass du mich siehst, dass ich eine wertvolle Person bin. Kommen narzisstische Menschen nach Hause, dann werden sie fies und gemein. Das liegt einfach daran, dass ihre Persönlichkeitsstruktur so schwach ist, dass sie die Menschen, die in ihrer Umgebung ständig kurz davor sind, ihre Maske abzureißen, niedermachen müssen. Denn wenn sie sich öffnen, wenn sie sich zeigen würden, was man ja normalerweise gegenüber dem Partner oder der Familie macht, dann laufen die narzisstischen Menschen immer Gefahr, dass sie erkannt werden, dass sie nichts können, dass sie in Wahrheit total unsicher sind, dass sie manipulieren, dass sie gerade gelogen haben, dass sie vielleicht eine Affäre haben. Diese Vorteile, die sie haben wollen, könnten sie dadurch verlieren, dass ihre Liebsten ihr Gesicht erkennen. Und natürlich wollen sie auch die Nachteile nicht haben, zum Beispiel mehr im Haushalt helfen, mehr im beruflichen Kontext tun, mehr Verantwortung übernehmen, mehr bei der Kindererziehung helfen. Narzisstische Personen sind immer bestrebt, die Nachteile auf die anderen abzuwälzen und die Vorteile für sich zu sichern. Nun kommen wir zu der Frage, warum diese Tatsache so gefährlich ist, dass wir als Betroffene sehen, okay, die narzisstische Person kann sehr wohl liebevoll und freundlich sein. Das Problem dabei ist, das ist eher ein Denkfehler. Wenn wir uns dieses Verhalten anschauen, dann denken wir Betroffene, oh mein Gott, da ist doch diese Ehefrau, die ich damals kennengelernt habe, da ist ja dieser Ehemann, den ich kennengelernt habe. Oder auch, da ist mein Bruder, so kenne ich ihn.
Das Problem daran ist, dass wir denken, da ist diese Person, da sehe ich, wie freundlich und liebevoll und hilfsbereit sie sein kann. Ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss noch mehr an mir arbeiten und schon werde ich diese Person mit meiner Liebe aus diesem narzisstischen Körper sozusagen rausholen. Das ist ein Denkfehler, denn es ist nicht so, dass das eine liebevolle Person ist im Körper von einem Narzissten oder einer Narzisstin, sondern das, was diese Person da an Gemeinheiten zu Hause von sich lässt, das ist die wahre Person. Das ist die wahre narzisstische Natur. Kaputt machen, belügen, auf eigene Vorteile bedacht zu sein, Nachteile umgehen und wenn es sein muss, auch manipulieren, Fakten verdrehen, Fakten weglassen und dieses ganze Zeug. Es ist nicht so, dass diese Person freundlich ist und wir müssen sie nur noch mehr lieben, noch mehr an uns arbeiten, sondern da dieses Gemeine, das ist der Kern und das ist halt das Gefährliche daran. Wir kommen aus der Beziehung nicht raus, wir können diese Beziehung zum Beispiel zu der eigenen Mutter oder zu der eigenen Schwester, zum eigenen Bruder, zu der besten Freundin nicht beenden, weil wir immer noch der Meinung sind, wenn wir noch mehr tun, wenn wir es nur anders sagen, wenn wir es nur anders verpacken, wenn wir die richtigen Worte gefunden haben, dann wird diese Person auch freundlich zu mir sein. Es gibt nur einen Punkt, wann diese Personen wieder freundlich zu uns werden. Und das ist der Punkt, wo sie merken, ich kann da noch etwas holen, ich kann da noch für mich ein paar Vorteile herausholen und ich sehe als narzisstische Person, da ist ja jemand gerade dabei, mir wegzulaufen. Dann werden sie wieder freundlich, dann tun sie wieder irgendwas Liebevolles, dann gibt es Geschenke. Sie wollen eben diese Wertschätzung von dir bekommen, sie wollen diese Liebe von dir bekommen und wenn es sein muss, dann wird es halt mit Gewalt sozusagen hergeholt. Zum Beispiel bieten sie die Hilfe an, die du nicht haben wolltest. Oder sie mischen sich ein und erledigen für dich irgendwas, worum du gar nicht gebeten hast. Und dann musst du natürlich, bist du sozusagen dem Dank verpflichtet und musst vor dieser Person herumtanzen. Auch ein anderes sehr beliebtes Mittel ist Geld. Entweder wird wenig Geld gegeben, wenn es zum Beispiel der Vater oder die Mutter ist, dann wird mit Geld manipuliert. Okay, wenn du nicht tust, wie ich will, dann gebe ich dir kein Geld. Oder es wird ganz, ganz viel Geld gegeben, so auf die Art, okay, ich möchte dich so haben, wie ich will, also tanze bitte nach meiner Pfeife. Was ist also an dieser Stelle zu tun? Als erstes erkenne bitte das Gesamtbild. Wenn du da im Wald bist, dann erkennst du vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Wenn du siehst, dass deine narzisstische Frau sehr, sehr liebevoll zum Nachbarn ist oder dein narzisstischer Ehemann sich tagtäglich ehrenamtlich im Verein engagiert und zu Hause keinen Finger krumm macht, dann erkenne bitte die Gesamtsituation. Das, was der da draußen macht, ist nicht die wahre Person. Die narzisstischen Menschen können nicht lieben. Sie können ihren Beruf nicht lieben, sie können ihren Verein nicht lieben, sie können ihr Ehrenamt nicht lieben. Alles, was sie tun, hat den Zweck, etwas von da zu holen. Sei es Wertschätzung, Anerkennung oder einfach nur, bitte sag mir, dass ich ein ganz, ganz toller Mensch bin. Bestätige mir bitte meine Grandiosität. Das, was diese Menschen da draußen tun, diese ganze Freundlichkeit wird irgendwann zusammenbrechen. Spätestens da, wo sie sich das geholt haben, was sie von dem Ort, von der Person oder von diesem Amt haben wollten, spätestens da wird alles zusammenbrechen, weil da haben sie ja schon alles. Ab da haben sie gar keinen Grund mehr, freundlich zu sein. Deswegen ist die narzisstische Person nach der Trennung immer so fies, weil, naja, dann warum soll ich zu dir jetzt überhaupt noch nett sein, wenn du mir nichts mehr geben kannst? Es sei denn, ich habe jetzt wieder keine narzisstische Zufuhr, dann werde ich natürlich wiederkommen und wieder freundlich sein. Warum muss das narzisstische Verhalten überhaupt irgendwann zusammenbrechen? Warum können sie nicht ständig einfach nur nett und liebevoll sein? Nehmen wir an, ich esse überhaupt nicht gerne Fisch. Dann kommt jemand und sagt, Tanja, ich gebe dir 100.000 Euro, wenn du jeden Tag irgendwas Fischiges isst. Irgendwas, was aus dem Meer kommt, irgendwas, was sich dort bewegt hat. Okay, für 100.000 Euro am Ende, sehr schön, werde ich das vielleicht machen. Dann fange ich an, jeden Tag Fisch zu essen. Das schmeckt mir nicht, oh mein Gott. Aber ich würge es herunter, weil ich habe ja am Ende das Ziel, die 100.000 Euro zu bekommen. So gehe ich vor.
bis ich mein Ziel erreicht habe. Wenn ich die 100.000 habe und ich den Fisch überhaupt nicht gern esse, werde ich darauf verzichten. Juhu, ich habe mein Ziel erreicht. Wunderbar. Das Gleiche passiert mit narzisstischen Menschen. Sie sind von Natur aus nicht freundlich, nett und liebevoll. Deswegen halten sie sich zusammen, sie reißen sich zusammen für eine Zeit lang, um ein Ziel zu erreichen. Um eine Person durch Lovebombing reinzubekommen, um eine neue narzisstische Zufuhr zu erhalten oder einfach nur, um ein paar Vorteile von dem Nachbarn zu bekommen. Wenn sie aber das Ziel erreicht haben und sehen, okay, da ist nichts mehr zu holen, ab da können sie wieder fies und gemein sein. Wenn du deine Gesamtsituation erkannt hast, guck dir bitte das gemeine Verhalten an. Schritt Nummer 1, erkenne bitte, das, was da draußen passiert, das entspricht nicht der wahren Person. Schritt Nummer 2, dieses Gemeine, was dann hinter verschlossenen Türen passiert, schreib es dir auf. Mach dir bitte deine Negativliste, deine Shitlist, wie auch immer du sie nennst. Fange an, klein zu sammeln. Und dabei ist es egal, ob du noch in der Beziehung bist oder ob du schon raus bist. Schreibe diese Gemeinheiten wirklich wortwörtlich auf. Wenn es ein Gespräch ist, das gerade dabei ist, auszuufern oder gemein zu werden, lass das Handy nebenbei laufen. So, dass du später, wenn wieder dieses freundliche Verhalten auftritt, du nochmal nachlesen kannst oder nachhören kannst, okay, in Wahrheit ist diese Person so. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, betrachte bitte das Gesamtbild. Ich danke dir fürs Zuschauen und verbleibe mit lieben Grüßen. Deine Tanja.